Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Alles Liebe Box von ChefCat. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Alles Liebe von ChefCat, beziehungsweise alles Liebe nach dem Ende des Kampfes, so heißt es ja vollständig. Das Ganze am 17. August erschienen. Und so sieht das Ganze aus. Bevor wir die Folie abmachen, lesen wir noch kurz hier diesen Sticker durch. Und zwar lesen wir hier, ChefCat, alles Liebe, in Klammer, nach dem Ende des Kampfes. Das neue Album mit Masimoto, Sido und Crackavelli, produziert von Farhot, Ben DMA, ChefCat, Johannes Arzberger, Agayon und The Krauts. Und dann haben wir hier Boxinhalt. Das komplette Album plus 20 Seiten Booklet mit allen Texten, Instrumental-CD, exklusive, alles Liebe, Tennissocken, zweimal DIN A2 Poster, drei Sticker und drei Buttons. Gut, nachdem wir das Ganze zur Kenntnis genommen haben, werden wir das Ganze mal aus der Folie holen, auch wenn das Messer jetzt gerade, jawohl, jetzt funktioniert's. So. Rein vom Boxformat, ihr seht das, relativ unüblich. Ich glaube, ich habe so eine Box erst einmal unboxed zuvor. Und zwar war das die Rolex Hash Box damals mit der Uhr drinnen. Da gab es ja zwei Versionen damals. Also ich glaube, die Rolex Hash Uhr war genau in so einer Box untergebracht. Na gut, also wir haben hier einmal ChefCat, eine Schwarz-Weiß-Aufnahme vor einem großen Gebäude, also sieht ein bisschen trist aus, so Plattenbau etc. ChefCat lesen wir links oben, alles Liebe nach dem Ende des Kampfes. Dann haben wir so ein rotes Quadrat. Hier unten die Credits und einen Barcode. Rechte Seite weiß, oben weiß. Links lesen wir auch nochmals Interpret und Albumtitel. Also es eignet sich ziemlich gut, um so ins Buchregal zu stellen eventuell. Das ist wie so ein Buchrücken, schön gemacht, mit diesem roten Quadrat hier unten. Hier genau umgekehrt, roter Untergrund und weißes Quadrat. Und das Ganze lässt sich dann hier auf der Seite aufklappen, wenn man es denn schafft. Ja, ich sehe schon. Hier wurde das Ganze noch versiegelt, deswegen bewegt sich die Box auch nicht. Da der Inhalt die Box wahrscheinlich schon alleine aufmacht, mehr oder weniger. Okay, unten auch nochmal ein Siegel. So, aber jetzt. So, es dürfte vor allem den Socken geschuldet sein, diese beiden Siegel. Wir haben hier einmal die ChefCat Socken. Dann haben wir das Album an sich in einem Digipack. Die Instrumentals. 1, 2, 3 Sticker. 1, 2, 3 Buttons. Und dann haben wir hier Poster Nummer 1. Jawohl. Gut, Box zur Seite. Nachdem die diversen Sachen hier noch eingeschweißt sind, wie zum Beispiel das Album an sich, werden wir das Ganze mal hier öffnen. Ups. So, also das ist das Album. Dann haben wir dieses Button-Set, werden wir auch mal hier öffnen. So, jetzt ist offen, sehr gut. Und dann hier noch diese Söckchen. Machen wir auch mal auf. So, aber jetzt. Gut, Messer kann auch zur Seite. Und wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus, Cover wie auch schon auf der Box. So sieht das aus, im Digipack gehalten. Dann haben wir hier auf der Seite auch wieder stehen, ChefCat, alles Liebe, in Klammer, nach dem Ende des Kampfes. Auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist, und zwar haben wir hier 13 Tracks an der Zahl. Und wir haben Features von Masimoto, Sido und Crackavelli. Die wurden jetzt auch schon auf dem Boxcover versprochen, beziehungsweise auf der Boxrückseite. Credits und Barcode. So geht das Ganze dann auf. Wir haben hier eine Widmung. Dieses Album widme ich Soph.
Vielen Dank an alle Menschen, die mir geholfen haben, diese Platte zu machen. Okay, sehr schön. Dann haben wir hier noch ein Bild. Eventuell das die Eltern von Chef Cat. Und dann hier nochmals Chef Cat selbst. Wir haben einmal das Booklet auf der rechten Seite versteckt, in Rot und Weiß gehalten. Und dann haben wir hier weitere Schwarz-Weiß-Aufnahmen und, wie auch schon auf der Box angekündigt, die ganzen Texte. Also hier wirklich jeder Track Wort für Wort abgetippt, zum Mitlesen, zum Mitrappen, zum Nachlesen. Sehr schön. Jede Menge Text und das Ganze noch abgerundet mit diversen Fotos in Schwarz-Weiß. Sehr schön. Packen wir mal wieder rein. Und dann haben wir auf der rechten Seite die CD in Rot und Weiß gehalten. Sieht so aus. Gut, zu diesem Album gibt es natürlich auch Instrumentals. Die kommen in diesem Digisleeve, in dieser Papphülle. 13 Stück an der Zahl. Und dann haben wir hier auch wieder diesen Plattenbau. Chef Cat Instrumentals lesen wir hier. Dann mit dabei diese drei Sticker, allesamt quadratisch und in Schwarz-Weiß und Rot gestaltet. Einmal alles klar, einmal alles Liebe und dann hier nochmals das Cover. Dann haben wir ein Button-Set und zwar haben wir hier drei Buttons, die kommen in so einer kleinen Folie. Und zwar ebenso wie die Sticker haben wir hier einmal, man kann das sehen, jawohl, einmal alles klar und einmal alles Liebe, Buttons. Und dann noch einen dritten Button in Schwarz und Rot und auf diesem lesen wir sowieso. Gibt es ja den einen Track. Und dann haben wir mit dabei die Socken. Gab es ja auch schon in diversen Boxen so Socken. Also die Socken so klassisch in dieser Tennisoptik in Weiß gehalten. Und zwar haben wir hier dann in pinker Schrift, das dürfte dann so der Fußrücken sein, also die Oberseite, Chef Cat lesen wir hier. Und dann auf den Seiten jeweils auf der Außenseite alles Liebe in Schwarz. Schön gemacht. Lange, dicke Socken, gut geeignet dann für den Herbst oder Winter. Kann man durchaus anziehen. Und dann haben wir noch ein Poster mit dabei. Dieses sehr minimalistisch gehalten. Und zwar lesen wir hier oben wieder alles Liebe. Dann haben wir hier dieses rote Quadrat. Und dann haben wir hier unten rechts noch einen kleinen Hinweis. Und zwar lesen wir hier dann noch Chef Cat alles Liebe nach dem Ende des Kampfes. Poster 2 von 2 2018. Okay. Das irritiert mich jetzt ein wenig, denn es ist bei mir das einzige Poster. Ja, hier ist nichts mehr drin. Eventuell, schauen wir mal hier kurz rein. Nein, also das Booklet war wirklich geklammert und nicht irgendwie als Poster aufklappbar. Hier ist sonst auch nichts mehr drin. Nein, also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nur ein Poster bei mir entdecken können. Gut, nachdem es zwei Poster sein sollten, hoffe ich mal für euch, dass ihr mehr Glück hattet und auch dann wirklich ein zweites Poster vorfindet in eurer Box. Ich habe nur ein Poster, aber damit kann ich leben. Wie gesagt, ich hoffe, bei euch ist das nicht der Fall und ihr habt zwei Poster. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Wie gesagt, ein Poster im Hochformat, einseitig bedruckt. Ich hoffe, dass ihr ein zweites habt. Dann dieses Paar Socken in Weiß, diese Tennissocken. Die Instrumentals zum Album im Digisleeve. Die drei Sticker jeweils quadratisch. Dieses Buttonset bestehend aus drei Buttons. Und natürlich das Album an sich im Digipack mit 13 Tracks und drei Features. Das alles in dieser wunderbaren Box. Alles Liebe nach dem Ende des Kampfes von Chef Cat.
Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Chefcat unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.